Alle Jahre wieder ermittelt der Olympische Sportclub Berlin so kurz vor Weihnachten die kleinen und großen Tischtennis-Vereinsmeister. Ich finde es besonders, dass es richtige Spiele untereinander gibt, weil ich habe schon gegen ein, zwei Leute aus meinem Verein gespielt, bei richtigen Turnieren, aber im Training ist halt kein Spiel richtig und oft hat man auch nicht so lange Zeit. Deswegen finde ich das cool, dass man hier einfach gegeneinander spielen kann. Die Vereinsmeisterschaft wird traditionell in der Sporthalle der Löcknitz-Grundschule ausgetragen. In zwei Altersklassen, Schüler und Jugend, treten die Sportler gegeneinander an. Es war mein erstes Turnier und es war ein tolles Erlebnis, dass ich jetzt dritter Platz geworden bin. Mit viel Motivation und Spaß wird an sechs Tischen zunächst in Gruppen und dann in der K.O.-Phase gespielt. Für einige der jungen Talente ist es die allererste Vereinsmeisterschaft, aber die Aufregung weicht schnell der Freude über den ein oder anderen gelungenen Ballwechsel. Auch in den gemischten Doppel gibt es viele spannende und sehenswerte Partien. Ich habe gegen jemanden gespielt, der eigentlich besser war als ich, aber habe gegen ihn trotzdem gewonnen. Mit viel Karacho fliegt der Ball im Finale über die Spielfläche. Schließlich gibt sich Emil Engelbrecht keine Blöße und gewinnt mit 3:2 im B-Finale gegen Marley Okoa. Bei den Großen kürt sich Frederik Stein zum Vereinsmeister, welcher Philipp Salmon ebenfalls mit 3:2 schlägt. Das Finale hat es also spannend gemacht, weil Philipp und ich uns relativ gut kennen. Wir kennen uns schon viele Jahre inzwischen und haben auch relativ häufig schon im Training gegeneinander gespielt. Bald steht das neue Jahr vor der Tür und das bedeutet natürlich wieder für viele neue Vorsätze. Habt ihr euch schon einen Vorsatz gesetzt? Wir haben für euch einen ausgezeichneten Vorschlag. Tischtennis. Schaut gern beim Olympischen Sportclub Berlin vorbei. Montags, dienstags, donnerstags und freitags findet immer das Training für die Schüler und Jugendlichen statt. Selbstverständlich gibt es auch tolle Angebote für die Eltern oder Großeltern. Der Verein freut sich immer über neue Gesichter.